Die Energiewende ist ja neuerdings in aller oder in vieler Munde, was uns freut. Ich betone es immer wieder, wir sind da gar nicht eifersüchtig. Wir haben immer gesagt, Plagiate ausdrücklich erwünscht. Und man muss auch nicht die Urheber in der Fußnote benennen. Es ist einfach unheimlich wichtig, dass tatsächlich auch etwas passiert. Wir haben dann nochmal zurückgeblättert, teilweise mit großer Freude, aber dann auch Kopfschütteln, dass so lange Jahre hier große Chancen verpasst worden sind. Es gibt von uns zum Beispiel schon aus dem Jahr 1989 ein bayerisches Energiewendegesetz und unzählige Anträge, die sich mit dem Thema befassen aus den letzten 20 Jahren. Und Energiewende, das heißt eben nicht nur, dass wir diskutieren den Stromverbrauch, die Stromerzeugung, sondern es geht genauso um die Heiz- und Prozesswärme. Es geht genauso um die Treibstoffe, die unsere Mobilität sichern. Das sind so diese großen drei Felder, wo angesetzt werden kann, wo zuallererst gespart werden muss, dann die Energien effizienter eingesetzt werden müssen. Und der dritte Punkt ist dann eben der Umstieg auf die regenerativen Energien. Wir haben auch immer gesagt, dass in der Energiewende eine Riesenchance liegt, gerade vor dem Hintergrund Klimawandel mit seinen drohenden Auswirkungen und vor dem Hintergrund, die fossilen Energieträger werden immer knapper. Das heißt, wer da die Nase vorne hat, der hat einen großen Wettbewerbsvorteil und der sorgt für seinen Standort. Also ist auch ein wichtiger Standortfaktor. Es wurde ja schon angesprochen. Also wir sind ja durchaus froh, dass sich im letzten halben Jahr nach diesen tragischen Ereignissen in Japan eine Kehrtwende quer durch die Parteien vollzogen hat und man sich zum Ziel gesetzt hat, die Energiewende jetzt zu gestalten und wirklich anzupacken. Wenn man sich dann das Energiekonzept, das die Staatsregierung ja unter Energieinnovativ sehr gut PR-technisch sagen, verkauft und vermarktet hat, wenn man sich das ganz genau anschaut, fällt beispielsweise ein Baustein sofort auf, wo es massiv hakt an diesem Konzept. Ganz groß als Motor und als Herzstück der Energiewende wurde immer die Energieagentur gefeiert, die ja seit 1. September die Arbeit aufgenommen hat. Zusammengeschustert aus verschiedenen Ressorts der Ministerien, dagegen ist erstmal noch gar nicht so viel zu sagen. Aber eins, was ganz massiv fehlt, ist ein klarer Auftrag dieser Energieagentur. Woran soll sie eigentlich arbeiten? Geht es in die Richtung, neue Großkraftwerke, um die Kernkraftwerke zu ersetzen? Oder geht es wirklich in die Richtung, eine Energiewende, die dezentral stattfindet, mit den Bürgerinnen und Bürgern zu gestalten? Wenn das der Auftrag ist, den wir uns wünschen, einer dezentralen Energieversorgung, dann ist eigentlich das Instrument einer zentralen Energieagentur, die in München sitzt, schon mal komplett falsch gewählt. Die Energiewende wird in allen Regionen Bayerns etwas anders von Gange gehen, wird auch anders funktionieren in jeden Regionen. Dafür sind die Regionen auch zu unterschiedlich. Deshalb ist für uns ganz klar, die Energieagentur muss in die Regionen in Bayern, um dort die Energiewende zu begleiten, dort beratend auftreten zu können für die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister vor Ort, die was tun möchten, gehört die in die Fläche und nicht zentral in München. Ein weiterer Bereich ist, wie die Energiewende von unten funktionieren kann. Ich habe es vorher bei den Energieagenturen bereits angesprochen. Wir haben wirklich in Bayern, und das ist erstaunlich, wir hatten die Energietour im letzten halben Jahr zweimal in Bayern, wahnsinnig viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, auch kommunale Mandatsträger, die was machen möchten, sozusagen, die aber Unterstützung brauchen, die auch andere Instrumente brauchen, wie man zum Beispiel auch kleine Kommunen an Windkraftanlagen beteiligen kann, die keine eigenen Stadtwerke haben, was für ein Instrument man dort findet. Das wirklich, sagen, ist nicht so passiert, wie es leider in manchen Regionen schon zu beobachten ist, dass die Großinvestoren jetzt übers Land ziehen und sozusagen sich schnell die Standorte sichern und dann eigentlich die Bürgerinnen und Bürger sagen, im Endeffekt leer ausgehen. Das darf nicht passieren. Da gehört eine massive Unterstützung her. Sollte auch in die Richtung gehen, dass der Freistaat zum Beispiel, wie es bei den Staatsforsten, ganz gezielt den Kommunen die Flächen anbietet. Im Zuge der Energiewende und der Klimaschutzdebatte, die ja damit auch verbunden ist, lässt die bayerische Staatsregierung eigentlich ihr Klimaschutzprogramm, was damals auf der Zugspitze im Jahr 2007 groß verkündet worden ist, stillschweigend einfach auslaufen und verlängert es nicht. Und das ist auch so eine Sache, da sieht man eigentlich, dass dieser große Herausforderung, die Energiewende für uns hat und die durchaus auch eine große Chance für uns hat, einmal Thema Klimaschutz, die regionale Wertschöpfung voranzubringen, die Macht der großen Stromkonzerne zu brechen, die Energieversorgung zurück in die Hände der Bürger zu bringen, dass diese Gesamtaufgabe, die wird eigentlich nicht richtig angegangen. Man versucht sich damit zu vertrösten. Atomausstieg, das haben sie jetzt verstanden. Und den Rest schaut man, ob man mit neuen großen Gaskraftwerken das hinbekommt. Das ist nach unserer Auffassung der falsche Weg. Und wir vertun uns wirklich die Chance einer dezentralen Energieversorgung, die voranzubringen, wo wir eigentlich jetzt das Zeitfenster haben und vor allem auch jetzt zur Zeit
motivierte Leute im ganzen Land in Bayern haben, die Bevölkerung dahinter steht, die es möchte, dann muss das wirklich auch angegriffen werden und bloß nicht wieder in die Richtung gehen, neue Großstrukturen zu schaffen. Das wäre wirklich eine vertane Chance für unser Land.